Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 mit mir, TMW Astref. Und wir machen sofort weiter. Wir sind auf der Mauldred-Ebene in Esther stehen geblieben und haben einfach mal diese Timber-Obersee-Sidequest angefangen und sind jetzt hier am Ende. Aber wir müssen noch diese kleine Sache erledigen mit den Steinen, ja, im Süden. Der weiße Stein, wisst ihr ja, der lügt immer. Der schwarze Stein sagt immer dasselbe. Der blaue Stein gibt Informationen weiter. Und der rote Stein sagt immer das Gegenteil. Der Schatz liegt im Westen. Also, im Westen. Ha, dann gehen wir also noch... Ach, warte mal, nee. Das hier ist Westen. Hier ist Osten. Kamera drehen, bitte. Ja, das ist Osten. Im Norden. Liegt im Süden. Also gehen wir jetzt nach Norden. Der rote Stein sagt im Westen. Hä? Oh Mann. Im Süden... Der liegt im Süden. Ja, also Norden, ne? Immer noch. Das ist einer, der immer nur dasselbe sagt, ja? Der Schwarze liegt im Westen, also noch Osten. Osten und Norden ein bisschen, ne? Man kann das so schön erkennen mit diesen ganzen Quadraten auf der Fläche. Ich denke einfach mal, dass jedes Quadrat einfach mal ein anderer Stein beherbergt. Okay, jetzt im Norden. Also gehen wir jetzt wieder nach Süden. Und wir gehen aber weiter nach Osten. Ist im Süden. Also Norden, ja. Ich geh einfach mal hier die Richtung weiter. Blauer Stein sagt, ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Das ist okay. Schwarzer Stein, weißer Stein. Also relevant sind einfach nur blau und rot. Mehr nicht. Man nennt uns die lügenden Steine. Ha? Ja, im Osten. Okay, hier sind jetzt keine mehr. Da ist einer, der immer nur lügt. Ja, 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 oh mein Gott. Wo sind die denn jetzt? Liegt im Osten, also Westen, ja. Roter Stein, ja. Gehe ich nochmal hier weiter. Da ist einer, der immer nur lügt, ja. Im Osten. Im Norden. Ja. Der Schatz liegt im Norden. Also dann einmal noch Süden. Ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Liegt im Westen. Also Osten. Also ich denke mal, wir müssen hier... warte mal. Nee, Quatsch. Was hat er gesagt? Im Westen. Nee, also dann Osten. Ich glaube, wir müssen einfach hier ein bisschen weiter noch... Ja, im Süden. Jetzt gehen wir noch weiter nach... Also ganz ehrlich, hier zwischen den beiden Quadraten muss der Schatz, glaube ich, liegen, weil sonst kann ich mir das nicht erklären. Da ist einer, der immer das Gegenteil behauptet, ja. Ich weiß nicht, wo der Schatz ist, ja. Wo ist der Schatz? Was kriegen wir denn überhaupt, wenn wir das Ganze gemeistert haben? Jo, das kommt gleich, liegt im Norden, also so. Okay, dann noch hier. Schatz liegt im Norden. Hä? Norden, okay. Im Westen, also Osten, also... Mensch, warte mal, wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Okay. Rein mal von der Perspektive. Der Schatz liegt im Norden, also immer noch Süden. So. Dann... Es muss doch irgendwann mal vorbei sein hier, also... Da ist einer, der immer nur lügt. Ich will jetzt nicht den ganzen Part dafür brauchen, das jetzt zu... Das zu, meistern, ja. Liegt im Süden, ja. Dann schon wieder nach Norden. Oh, Leute. Im Westen, also... Osten? Also ich fühle mich hier ein bisschen verarscht. Ja, so lügende Steine trifft es ziemlich gut, glaube ich. Norden, dann Süden. Schatz liegt im Osten, Westen. Ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Wartet mal, ich gehe mal kurz hier, dieser eine. Paar Kacheln, nee, das war's nicht, okay. Im Westen. So, mir wäre es sehr lieb, wenn die Kamera einfach mal fix bleiben würde. Fixiert bleiben. Das wäre sehr große Hilfe. Schatz liegt im Süden. Also Norden mal wieder. Mein Gott. Im Westen und im Osten.
Westen, ja, Osten. Aha. Mein Gott. Schatz liegt im Norden. Okay, also jetzt ist es der, jetzt wieder Süden, ja. Ich habe schon bereits 5 Minuten für diese Steinejagd verschwendet. Liegt im Norden. Ja, Süden? Warte mal, was? Was war das gerade? Liegt im Norden. Vielleicht muss man den roten Stein doch nur so lange... Also, nee, vielleicht ist es so, dass man den roten Stein einfach nur so lange nerven muss, bis er sagt, der Schatz liegt hier nicht und dann ist finite. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Im Süden, ja, im Norden. Also, jetzt ist... Wir sind... Wir sollten... Es müsste irgendwo hier die Gegend sein. Liegt im Osten. Es ist also Westen wieder. Oh Gott! Diese Ebene, ehrlich, diese Steine besser gesagt, die sind so kotznervig gerade. Komm schon, liegt im Westen. Ja, super. Liegt im Süden. Ja, deshalb gehe ich jetzt nach Norden. Der rote Stein sagt immer das Gegenteil, da bin ich mir 1000% sicher. Weißer Stein. Schatz liegt im Norden. Ja, dann kann es ja gar nicht weit sein, hier, irgendwie. Wenn mich jetzt Raumdenken jetzt nicht irgendwie völlig täuscht, dann muss es doch hier irgendwie sein, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier die Reihe runter. Das gibt's doch nicht! Komm schon. Im Süden. Weißt du was, ich gehe jetzt nochmal hier. Der Schatz liegt im Süden. Ach, weißt du was, dann gehe ich nochmal nach da. Im Norden. Und hier sagt er wieder im Süden, oder was? Ja, seht ihr? Das kann nur, können nur diese beiden Reihen sein. Jetzt gehe ich einfach mal diese beiden Reihen rauf und runter, bis da jemand sagt, bis der rote Stein sagt... Ha! Na also, der rote Stein sagt, der Schatz ist nicht hier. Jetzt nochmal ansprechen. Das ist doch... 3 Gestirn gefunden. Gut. Was ist ein 3 Gestirn? Das zeige ich euch jetzt. Das ist dieses nette Ding hier. Ja. Gibt einer GF die Ability Öko Triple. Kennt ihr vielleicht die Ability Öko Doppel? Das ist eigentlich genau dasselbe, nur für den Zauber Triple. Das bedeutet, wenn man jetzt Triple ausgerüstet hat und das heißt, 3 Zauber in einer Runde aussprechen, da wird nur eine Zaubereinheit verbraucht. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt 3-mal Vita zaubert, wird aber nur 1-mal Vita verbraucht. Und das ist sehr, sehr schön. Ach ja, und ich will euch nochmal kurz was zeigen. Also für diejenigen, die immer gern sparsam sind, ist das schon eine Sache, die man schon mal ausgerüstet haben sollte. Und ich will euch noch kurz eine kleine Sache zeigen. Dieser Ort hier. Kennt ihr den noch? Ganz genau. Das war damals diese kleine Stelle mit Laguna. Also falls ihr da einfach mal durchgehen wollt, einfach nur wegen der Erinnerung wegen, ist es auf jeden Fall eine klasse Sache. So, aber ich will mich jetzt damit nicht so lange aufhalten. Ich will jetzt ehrlich gesagt lieber Sidequests weitermachen und ganz ehrlich, mir fallen auch gar keine mehr ein, die ich jetzt machen könnte. Außer die ist auf der Forschungsinsel nochmal. Und das werde ich dann jetzt auch machen. Ganz simpel. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Da ist die Ragnarok. So, und bevor ich dann jetzt zur Forschungsinsel fahre. Moment. Will ich nochmal kurz die Ausrüstung checken? Ach ja, Ausrüstung. Ich bin ja so überpowered, geht ja gar nichts mehr. So, naja, es sei denn, es gibt die Monster leveln ja mit, die leveln ja mit, wenn man trainiert, aber that's okay. Solange der Körper- und Geistwert ziemlich hoch sind, da mache ich mir keine Sorge wegen Schaden oder so. Okay, und wenn man gegen Kung Fu und Tobsucht und Tod geschützt ist, ist auch alles. Dann ist man quasi ein Leben lang versichert. Irgendwie, ja. Fast. Es gibt auch Angriffe, die eine Ausnahme machen. So, und ach,
toll. Nee, warte mal. Doch, nee, ist alles gut, alles gut. Wir gehen jetzt doch einfach mal hier runter. Ich will jetzt nämlich wieder Xell in die Truppe haben, denn Xell kennt nämlich ein paar nette kleine Tricks für den Weg nach unten. Wer hat die Wünschelrute? Du, ne? Na. Ach, ja, Moment, wir können noch gar nicht da runter. Das liegt daran, dass wir noch nicht mit den ganzen Leuten auf der Ragnarok gesprochen haben. Man muss komischerweise mit denen reden. Die ehemalige Herrscherin Adele ist wieder in Esther. Ich hoffe, dass das keine Falle ist. Irgendwie habe ich Schiss. Ein richtiger Hasenfuß. Ach, weißt du, wohin wir wollen? Noch nicht. Oh je. Yeah. So unsicherer Unführer, hm? Rinoa hat die Macht von Edea geerbt. Adele ist aus dem Weltall zurück. Das ist die Lage. Und Artemisia versucht, aus der Zukunft in die Hexe der Gegenwart einzudringen. Ich hoffe, dass es nicht Rinoa ist. Naja, warten wir mal ab. Was mag das für eine Mission sein? Ob ich da auch mitmachen darf? Ja. Was wollen wir wollen? Ja. Und los, Selfie. Und ich fahre jetzt einfach nur mal sicherheitshalber. Ne, weißt du was? Wir landen jetzt einfach nochmal, wenn wir schon mal hier sind. Und dann gucken wir, ob dieser Rank jetzt da ist. Ha, tatsächlich, da ist sie. Man muss tatsächlich mit den Leuten auf der Ragnarok sprechen. Mit unseren Leuten, mit unseren eigenen Leuten. Aber es ist alles supi. So, weißt du was? Xell, das ist dein Auftritt, deswegen Rinoa, wäre mir lieb, wenn du mal kurz tauschen würdest mit Xell die Position, ne? Das macht dir doch hoffentlich nichts aus. Und runter da. Ach ja, ich muss ja nach unten drücken, ja. Seeds warten immer auf Anweisungen. Das ist ihre Pflicht. Und Woods, wow. Alter, sieht beruhigend, aber gleichzeitig bedrohlich aus. Beides zugleich. Was ist das bloß? Das scheint bis nach unten zu führen. Sag mal, was ist das? Da ist doch etwas. Unter den Trümmern befindet sich ein Pult. Hä? Lebt das Ding? Energie zum Bewegen der Ebene. 20 ausreichend bis zum Ausgrabungsort. Die Situation erklären? Ja. Der Turm ist durch 6 Ebenen mit dem Meeresboden verbunden. Achtung, Energiemangel. Die Route nach unten ist sichergestellt. Aber bitte verteilen Sie die Energie sinnvoll. Durchgang per Rotation der unteren Ebenen. Sinnvoll, da fehlt ein N, ist okay. Zylinderkonstruktion mit 6 Ebenen. Ihre derzeitige Position. Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5, Ebene 6, Ausgrabungsort. Benutzerpultanzeige. Derzeitiger Reservedruck 20. Erklärung. Benutzte Energie in 20er Blöcken. Erklärung verbleibende Energie. 20 von 20. Art der Energie, Reservedruck, Wahl der Energie, Wahl der Gleichwahl der Route. Durch die Druckmenge ändern sich die Räume, die die Ebenen 3 bis 5 verbinden. Energievorrat sicherstellen, um in der untersten Ebene Arbeiten vornehmen zu können. Zylinderkonstruktion mit 6 Ebenen. Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5. Ab der nächsten Ebene Energie zuordnen. In dieser Ebene werden 4 Einheiten benötigt. Das Türschloss zur Ebene 2 wird entriegelt. Ihre derzeitige Reserveenergie 20. 4 Einheiten zugeordnet. Rest 16. Vorgang abgeschlossen. Die Tür zu Ebene 2 wird geöffnet. Oh Mann. Mann, echt Schiss, ehrlich. Wir gehen einfach mal runter. Ja, also wir müssen jetzt diese Einheiten sinnvoll verteilen. Prinzipiell gilt eine Faustregel. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, es ist so, wir sollten bis zum Ausgrabungsort mindestens 10 Einheiten beibehalten.
Ansonsten kann man das Ganze nochmal von neu starten, weil das letzte Ventil oder das letzte Terminal, was irgendwie die Einheiten verlangt, das will 10 Einheiten und da müssen wir einfach mal ein bisschen sinnvoll das verteilen. Aber hier müssen wir nochmal 2 nehmen, weil wenn wir jetzt nicht wollen, dass im Ausgrabungsort uns ständig zwangsweise Gegner in den Weg stellen, dann müssen wir, glaube ich, hier einmal 2 nehmen? Ja, ausführen. Tür zu Ebene 3 wird geöffnet. Und falls ihr Xell in der Truppe habt, der kann euch dann einfach mal die Tür zum Ausgrabungsort einfach mal öffnen, ohne Einheiten zu verbrauchen. Aber wenn wir jetzt diesen Trick machen, den ich jetzt anwende, dann ist Xell, glaube ich, ja, eigentlich nicht überflüssig, aber ja, dann ist es nicht nötig. Moment. Ventilraum für linke verbunden. Nochmal. Ventilraum und linke Tür verbunden. 4 Einheiten für den Ventilraum benötigt. Tür zum Ventilraum wird geöffnet. Ja, genau. Wir öffnen jetzt nämlich gleich diese Tür einfach mal. Und wir holen uns jetzt einfach nochmal ein paar Reserven herauf. Und Medica haben wir hier gefunden, brauchen wir aber nicht. Drachenzähne geben Medica en masse, aber sowas von. 7 Reserveeinheiten vorhanden. Anhand des Alarmzustandes verfügbar. Benutzen? Ja. So, wir haben wieder 17 Einheiten. Und dann müsste das jetzt eigentlich ein Klacks sein. Wir benutzen eine Einheit. Ich hoffe, das funktioniert. Ausführen, ja, bitte. Tür zur Ebene 4 wird geöffnet. Oh Gott, ich hoffe, ich verpatze das hier jetzt nicht. Falls doch... please don't. Ich will nämlich nicht gegen diese ganzen Monster kämpfen, die sich uns in den Weg stellen. Das ist so nervig. Hier ist nichts, ne? Dann machen wir hier nochmal eine Einheit. Also eine Einheit müsst ihr immer zuordnen, weil sonst kommt ihr nicht weiter. Das ist Faustregel hier. Ausführen, ja. Wir haben 15... Und, ich glaube, wir müssen jetzt gleich 5 verwenden, um zu der Ausgrabungsstätte zu kommen. Aber was wurde denn da ausgegraben, um Himmels Willen? I don't know. So. Also, wartet mal. Reservedruck. Eine Einheit, ja. Ausführen. Ebene 6 müsste dann jetzt aber auch das letzte sein. Ich frag mich jetzt so, Mann, habe ich das richtig gemacht? Ich kenne das nämlich nicht auswendig, diese goldene Formel von diesem Dingenskirchen da. Tür zum stillen Ozean. Um die Tür zum stillen Ozean zu öffnen, werden 4 Reserveeinheiten benötigt. Ach, das passt doch. Super, wir haben noch genau 10 übrig. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Vorgang abgeschlossen. Die Tür zum stillen Ozean wird geöffnet. Also, ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr keine 14 Einheiten hier in diesem Raum habt, dann schreitet Xell ein und dann spart er euch einfach mal diese Einheiten und diese 4 Einheiten und fummelt da irgendwas rum, dann geht die Tür automatisch auf, ja. Aber dann haben wir ihn ja jetzt quasi nicht wirklich gebraucht. Und ich hoffe, es kommt jetzt keine Kämpfe, okay, es scheinen jetzt keine Kämpfe zu kommen. Daher bin ich erstmal glücklich. Und... ja. Super, nee, ich... Alles gut. Tutti frutti super tupi, weiß nicht, ja. So. Weil wenn wir das jetzt anders gemacht hätten mit dieser Blockverteilung... dann würden wir hier alle drei Schritte oder 4 Schritte immer, würde hier zwangsweise immer ein Gegner auftauchen. Trotz Gegner 0%, also das könnt ihr leider knicken dann. Das ist, ja, aus der Traum, weiß nicht. Da ist Gegner 0% leider ziemlich nutzlos. So, das ist Ultima, ne? Aber davon haben wir auch schon 100 Stück. Und da wären wir jetzt auch schon. Was zum Geier ist denn hier bitte?
Ausgrabungsstätte, was wurde denn hier ausgegraben? Diese Ruine? Aber hier wird doch, hier wird diese Ruine birgt doch bestimmt ein ganz, ganz furchtbares Geheimnis, oder? Oder? So, sorgt jetzt dafür, dass hier unbedingt zumindest einer Draw anhat, okay? Weil sonst verpasst ihr etwas ganz, ganz Wichtiges. Und, Moment. HP, Geschick, ja, kann so bleiben. Wünschelrute, nee, das brauche ich jetzt noch gleich. Nee, dann will ich einmal speichern, weil dieser Speicherpunkt ist nur vorhanden, wenn wir die Wünschelrute angelegt haben. Und Xel, weißt du was, ich glaube, ich tausche dich nochmal kurz aus mit Wein, okay. Keine Panik. Es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mögen könnte oder so, ne? Und jetzt, wartet mal, ich wollte noch was schnell was nachsehen. What the holy? Moment, mein Hund Nummer Dingenskirchen. 5 und 6 habe ich noch gar nicht gelesen, ne? Also wir lernen Angel-Suche und Sternschnuppe. Das will ich jetzt unbedingt jetzt mal... Ich mache das jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Ich mache das jetzt einfach mal hier an. Sternschnuppe. Das sollst du lernen, Rinoa. Und jetzt... Wir checken nochmal. Es kommt jetzt nämlich ein optionaler Bossfight. Von dem man eine GF drawen kann. Auch im Übrigen die letzte... Deswegen rüstet euch gut auf. Ich mach diesen Kampf jetzt noch. Okay. Bei Dampfdruck 10. Funktion reaktivieren. Dampfdruck 10 erreicht. Funktion reaktivieren. Ja. Wozu so tief unter der Erde? System bereit. Funktion wird aktiviert. Boah. Was? Da wird etwas von unten hinaufgezogen. Irgendwie ein mulmiges Gefühl. Nicht? Was geht hier ab? Ausgrabungsarbeit wieder aufgenommen. Evakuierung angeordnet. Ausgrabungsarbeit wieder aufgenommen. Die Steine schwingen. Die Luft ist stickig. Was ist das? Das ist... Ultima Weapon. Und wir ziehen von ihm mal ganz, ganz schnell Eden. Okay, die letzte. GF und Rinoa ist... kampfunfähig? Um Himmels Willen. Okay. Ganz ehrlich. Also, ihr ahnt euch vielleicht, dieser Bossgegner, dieser optionale Bossgegner meint es mit uns sehr, sehr ernst. Und das meinen wir jetzt auch. Und danke für das Gravier, ja? Deswegen, das heißt, wir werden dich jetzt mal ordentlich in die Mangel nehmen. Aber derbst. Hoffentlich mit dem passenden Abschlussangriff. Okay, wisst ihr was? Melton ist hier jetzt, glaube ich, ganz, ganz nützlich. Und Beben... Wartet mal. No. Ha! Danke für die Heilung, mein Guter. Wartet mal, ich wollte jetzt gerade irgendwas machen. Ja, Zauber. Melton da. Ja, Multi. Komm schon. Melton zaubern und jetzt Multi, komm schon. Oh Gott, sieht das krass aus. So, Pulsarmunition. Hinterher. Alter, wenn du jetzt noch lebst. Oh, in der Tat. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Bossfight. Der hat auf jeden Fall
reichlich Abwechslung bei sich. Im Gegensatz zu allen anderen Bossfights, die wir immer machen. Ultima Weapon, top. Top Boss. Und Multi. Aber es müsste eigentlich auch gleich vorbei sein. Bei dem Schaden, den wir machen. Eden haben wir gedrawt, oder? Jetzt kannst du nicht mehr leben. Und ihr werdet erleben, warum. Leg dich nie mit einem Löwen an. Ultima-Stein erhalten. Eden-Karte erhalten. Und GGF-Eden ebenfalls. Leute, ich will jetzt unbedingt einen extra Spielstand anlegen. Einfach nur, damit ich wieder gegen das Ding kämpfen kann. Gegen Ultima Weapon kämpfen kann. Und das mache ich hier. Okay, Leute. Wartet mal, Eden. Das will ich mir jetzt noch kurz ansehen. Ja, er kann auch Öko-Triple lernen. Ganz genau. Aber er kann es von Natur aus. Nicht durch ein Dreigestirn. So. GF-Doping kriegst du und er hat Geschick, Reflex und Trefferkopplung. Das bedeutet, du wirst jetzt den hier abbekommen. Damit jeder andere hier auch Geschickkopplung hat. Meine Güte. Du kriegst dann auch noch das hier, Squall. Aber nee, warte mal, stopp. Und Seconds, da, Tobsucht. Dann du noch erwein, dann hätten wir es. Und so können wir es lassen, ja. Puh, Leute, das war was. Das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Das war ein schöner Adrenalinstoß. Immer wieder, wenn ich gegen Ultima Weapon kämpfe, einfach nur zu schön. Oder zu schön, ja. Zu krass einfach. Gut, Leute, ich mache hier dann erstmal nach diesem ruhmreichen Sieg gegen diese antike Kreatur erstmal eine Pause, okay. Und im nächsten Part werden wir dann live den stillen Ozean verlassen. Und dann, glaube ich, aber müsste ich dann... könnte ich in der Story eigentlich weitermachen, weil sonst, ich habe eigentlich sonst nichts mehr zu tun. Alle Sidequests sind erledigt. Ja, ich könnte jetzt noch offscreen vielleicht noch die Qualkarte und sowas holen, weil die habe ich noch nicht. Wisst ihr was, vielleicht benutzen wir diesen Part um die Kartensammlung noch zu komplettieren. Ja, total unspektakulär, aber ich bin eben so, weiß nicht, ich will es vollständig haben. Naja, egal, bis zum nächsten Mal, euer TMWS Drive und ciao.